Der Gedanke der Kaufkraftgleichheit, zum Ausdruck gebracht in der sogenannten Kaufkraftparitätentheorie, spielt eine wichtige Rolle in der Statistik. Denn durch eine Berechnung von Kaufkraftparitäten werden sozusagen kaufkraftangleichende Umrechnungskurse für Währungen bestimmt, damit eine aussagekräftige Vergleichbarkeit von Wirtschaftsdaten aus unterschiedlichen Währungsgebieten hergestellt werden kann. Schauen wir uns einen Güterkorb von Waren und Dienstleistungen an, der zum Beispiel in den USA 100 Dollar kostet, aber in Europa nur 74 Euro kostet. Aus diesem Preisniveauverhältnis berechnen wir nun mittels der Kaufkraftparitätentheorie einen Kaufkraftparitätenumrechnungsfaktor, also einen kaufkraftgleichen Tauschkurs, bei dem Kaufkraftgleichheit und somit Wertgleichheit der Güterkörbe vorliegt. Der Gedanke der Kaufkraftgleichheit verlangt ja, dass identische Güterkörbe, umgerechnet in jeweils andere Währungen anderer Länder, immer den gleichen Preis haben. Dieser Kaufkraftparitätenumrechnungsfaktor gibt uns dann eine Wertebeziehung der betrachteten Währungen an, welche die Kaufkraftgleichheit dieser Währungen festhält. Die Berechnung wäre hier 74 Euro dividiert durch 100 Dollar. Der Umrechnungsfaktor wäre hier 74 Euro Cent pro Dollar, beziehungsweise als Kehrwert 1,35 Dollar pro Euro. Was heißt das? Das heißt, dass man in Europa nur 74 Euro Cent ausgeben muss, um dieselbe Menge an Gütern zu kaufen, die man in den USA für einen Dollar erhält. Das heißt, dass 74 Euro in Europa dieselbe Kaufkraft haben wie 100 Dollar in den USA, da zu diesen Preisen ein identischer Güterkorb erworben werden kann. Der Kehrwert von 1,35 Dollar pro Euro gibt dagegen an, dass 135 Dollar einer Kaufkraft von 100 Euro oder eben 100 Dollar einer Kaufkraft von 74 Euro entsprechen. Ja, nehmen wir nun an, das Bruttoinlandsprodukt betrage in Deutschland 43.260 Euro. Wenn wir nun mit den berechneten Kaufkraftparitäten von 74 Euro Cent pro Dollar als Kehrwert 1,35 Dollar pro Euro den Eurowert in einen Dollarwert umrechnen, sehen wir, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Deutschland umgerechnet in Dollar also etwa 58.400 Dollar betragen würde. 43.260 Euro in Deutschland hätten also die gleiche Kaufkraft wie 58.400 Dollar in den USA. Da wir nun eine sogenannte Kaufkraftbereinigung durchgeführt haben, können wir die Wirtschaftsdaten schlüssig international vergleichen. Wir sehen hier, dass unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kaufkraft die USA beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Höhe von 69.200 Dollar deutlich vor Deutschland liegen. Im Durchschnitt haben Menschen in den USA also einen höheren Lebensstandard als Menschen in Deutschland, wenn man die Kaufkraft in den jeweiligen Ländern entsprechend berücksichtigt. In der internationalen Statistik wird häufig der sogenannte internationale Dollar angegeben. Was ist das denn? Nun, der internationale US-Dollar, auch US Purchasing Power Parity genannt, ist eine künstliche Währung, mit deren Hilfe Preisniveauunterschiede zwischen den Ländern weltweit ausgeglichen werden. Die Kaufkraft eines internationalen Dollars entspricht dabei der Kaufkraft von einem US-Dollar in den Vereinigten Staaten. Die Angaben in dieser Währung ermöglichen einen kaufkraftbereinigten Vergleich des Wohlstandsniveaus weltweit. Gut, was heißt das? Durch die Berücksichtigung von kaufkraftangleichenden Wechselkursen, sogenannten Kaufkraftparitäten, werden Wirtschaftsdaten, die in verschiedensten Währungen bewertet sind, in eine gemeinsame Währung umgerechnet, und zwar in internationale Dollar. Der internationale Dollar ist dabei an die Kaufkraft des Dollars in den USA gebunden. Internationale Dollar stehen also für eine Menge an Gütern, die man für internationale Dollar in den USA erhalten würde. Dieser Kaufkraftwechselkurs ist also eigentlich ein Gütermengenwechselkurs, der zwar den internationalen Dollar als Rechnungseinheit aufweist, wobei aber hinter dieser Währung eine reale Menge an Gütern steht,
nämlich die Kaufkraft des internationalen Dollars. Durch die Umrechnung aller Vergleichswährungen in internationale Dollar hat man also eine Vergleichbarkeit von Wirtschaftsdaten unterschiedlicher Währungen geschaffen. Wenn man auf diese Weise unterschiedliche Währungen in eine einheitliche Währung umrechnet, spricht man von einer Kaufkraftbereinigung. Der Begriff Kaufkraftberücksichtigung wäre vielleicht etwas zielführender, denn was ja passiert, ist, dass die Kaufkraft in verschiedenen Ländern berücksichtigt wird, um die Daten auf Basis eines gemeinsamen Lebensstandards als Bezugspunkt vergleichbar zu machen. Warum ist eine kaufkraftbereinigte Betrachtung wichtig? Dies kann ein kleines Beispiel erläutern. Nehmen wir an, ein Arbeiter erhält in den USA 5.000 Dollar Gehalt im Monat und ein anderer Arbeiter in Europa 4.000 Euro im Monat. Rechnet man das Euro-Gehalt zu einem angenommenen Währungsmarktwechselkurs von 1,25 Dollar pro Euro um, wären 4.000 Euro genau 5.000 Dollar wert. Soweit, so gut. Nun könnte man der Auffassung sein, dass beide Arbeiter das gleiche Gehalt erhielten und damit gleich reich wären. Wenn man aber nun die Lebenshaltungskosten in den Währungsräumen berücksichtigt, die hier per Annahme genau gleich hoch wären, da identische Warenkörbe in den USA und in Europa je 100 Währungseinheiten kosten, sieht man, dass eine Bewertung der Gehälter zu einem kaufkraftangleichenden Wechselkurs, einer Kaufkraftparität, von 1 Dollar pro 1 Euro ein doch anderes Bild ergeben. Kaufkraftbereinigt erhält der Arbeiter in Europa umgerechnet in kaufkraftbereinigte internationale Dollar real nur 4.000 Dollar, da er sich von seinem Gehalt in Europa nur 40 Warenkörbe leisten kann und nicht 50 Warenkörbe wie sein Kollege in den USA. Kaufkraftbereinigt ist der Arbeiter in den USA also um 25% reicher, da er sich real 25% mehr Ware leisten kann. In diesem Beispiel liegt das kaufkraftbereinigte Einkommen in den USA also vor dem kaufkraftbereinigten Einkommen in Europa. Vergleichen wir nun die Wohlstandsniveaus der G7-Staaten bewertet in internationalen Dollar, sehen wir, dass der durchschnittliche Lebensstandard in den USA deutlich über dem Niveau aller Vergleichsstaaten liegt. Man kann mithilfe einer Kaufkraftbereinigung auch die Wirtschaftsleistung ganzer Volkswirtschaften miteinander vergleichen. Schaut man sich die Wirtschaftsleistung der größten Volkswirtschaften an, sieht man, dass es durchaus eine wichtige Frage ist, wie man die Wirtschaftsleistung eines Landes bewertet und auf welcher Grundlage man sie vergleicht. In den jeweiligen Preisen bewertet, sind die USA für das Jahr 2022 mit großem Abstand die größte Volkswirtschaft der Welt. Wenn man aber kaufkraftbereinigte Daten den Berechnungen zugrunde legt und die Wirtschaftsleistung in realen Gütereinheiten berechnet, sieht man, dass China mittlerweile die größte Volkswirtschaft der Welt ist und die Volkswirtschaften Italiens und Kanadas nicht mehr zu den 10 größten Volkswirtschaften gehören, da sie von Indonesien und Brasilien real verdrängt worden sind. Diese Verschiebungen in der weltwirtschaftlichen Bedeutung von Volkswirtschaften kann man sich auch gut klar machen, wenn man die realen Anteile der Volkswirtschaften an der realen Weltwirtschaftsleistung untersucht. Wir halten also fest, unterschiedliche Währungswerte und unterschiedliche Preise können den Blick auf die realen Verhältnisse und auf die tatsächliche Kaufkraft etwas verzerren. Diese Wahrnehmungsverzerrung ist auch unter dem Begriff Geldillusion bekannt. Geldillusion liegt vor, wenn sich Menschen an den nominalen Werten des Geldes, den Nennwerten, orientieren, aber den realen Wert des Geldes und damit die tatsächliche Kaufkraft des Geldes außer Acht lassen. Die Kaufkraftparitätentheorie ist nun eine Möglichkeit, sich einen klaren Blick auf die realen Wirtschaftsverhältnisse zu bewahren, indem Wertverzerrungen und Ungleichgewichte kaufkraftbereinigt werden und so eine Vergleichbarkeit von Wirtschaftsdaten ermöglicht wird.